bist du denn im schönen Namen Mambo, Kurtel oder Kurt? Also, als ich meinen ersten Auftritt hatte, hieß ich nur The Return of Alleinunterhalter. Und ich selber habe ein Lied von Nirvana gespielt und habe dann einfach so gesagt, jetzt kommt ein Lied von Mambo Kurt und seinem Trio. Und als ich von der Bühne runterkam, haben alle Leute gesagt, das ist ein cooler Name, den behältst du jetzt. So ist das gekommen. Also es ist meine Idee gewesen, aber ich habe mir da nichts groß bei gedacht. Und jetzt trage ich ihn seit mehreren Jahren. Hat das eigentlich mit dem Kurt von Nirvana zu tun? Ist das eine Band gewesen, die dir sehr gut gefallen hat? Also ich spiele ja Heimorgel und dann Stücke, die man nie auf der Heimorgel erwartet. Halt unter anderem Nirvana oder Rage Against the Machine oder Slayer. Und in der Tat, ich spiele halt nur Bands, die mir gefallen. Und deswegen ist es dann Nirvana geworden. Das ist dann, hätte ich jetzt eine andere Band gesagt, weiß ich nicht, würde ich vielleicht Samba Max oder Bossa Nova Band heißen. Aber so heiße ich jetzt nun mal Mambo Kurt. Bei deiner Heimorgel ist es so, wie bist du eigentlich zu diesem Instrument gekommen und warum ausgerechnet Metal? Ja, also du siehst Nordrhein-Westfalens Gewinner von Jugend musiziert im Jahre 1982 vor der Kamera stehen. Ich habe Jugend musiziert gewonnen, also die Heimorgel war immer mein Instrument. Natürlich habe ich dann irgendwann angefangen, andere Musik zu hören und dann habe ich irgendwann vor Jahren für einen Freund mal, der eine Diskothek besessen hat, das erste Programm von 30 Minuten fertig gemacht und weil ich die Stücke gespielt habe, die ich halt auch höre, ist es Metal geworden und es war nicht geplant, dass ich in der Metal-Szene so einen großen Namen jetzt habe, aber der Metal-Fan, wenn er sich bespaßen will, hört ja sehr gerne mal Mambo Kurt. Ja. Automatik. Ich lebe so in meiner kleinen Heimorgelwelt, bin sozusagen ein Musikautist. Aber nicht nur, gell? Ich habe nämlich deine Hände gesehen und ich glaube, du hast noch einen ganz anderen Beruf auch. Stimmt das? Nee, ich arbeite seit 10 Jahren als Mambo Kurt und verdiene damit mein Geld. Also meine Hände sind so zart, weil ich ja kein Gitarrespieler bin. Die haben ja immer, wie wir wissen, Hornhaut auf den Fingern liegt. Ich habe aber irgendwelche Informationen, dass du vielleicht ein Chirurg warst, bist oder studiert hast? Oder? Ja, das ist nicht falsch, aber das ist ja nicht jetzt mehr mein Beruf. Ich habe in der Tat, ich bin Onkel Doktor. Onkel Doktor. Aber ich habe mir jetzt gedacht, man kann den Menschen ja auch helfen, sozusagen prophylaktisch, dass sie nicht krank werden, indem man ihnen gute Laune macht. Und deswegen fahre ich seit 10 Jahren durch Europa und bespaße die Menschen. Fällt ja auch eher unter Psychologie, musikalische Psychologie, der Psychotherapeut. Kann man ja so auch sagen, wenn man Herr Doktor ist, Dr. Mambo Kurt, könnte man sagen, theoretisch, oder? Der Österreicher hat die Titel ja doch sehr gerne. Also das finde ich ja immer, ist das erste Mal, dass ich im Interview darauf angesprochen werde. Ihr habt euch Mühe gegeben und mal recherchiert. Natural Jump, Jump! One Hill Jump! Put it in Jump, Jump! Gut, du tourst ja wahrscheinlich auch sehr oft herum, so wie in Wacken zum Beispiel. Wie schaut es denn da mit der Familie aus? Hast du Familie, Beziehung oder darf man das nicht sagen oder anfragen? Doch, doch, natürlich. Also Frauen kommen und gehen, die Heimorgel bleibt. Also ich habe keine Familie. Das bedeutet, hast du auch Groupies? Oh, ich bin stolz, dass ich wahrscheinlich seit 40 Jahren der Einzige bin, der mit dem Instrument der Heimorgel mal Groupies hatte, ja? Hatte ich. Hattest du oder hast du noch? Ja, ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Du weißt doch, beim Popstar, das geht immer von heute auf morgen und so. Aber die ganzen Kratzer an meiner Orgel, die sind nicht vom Transportieren, sondern von den Bauchnabelpiercings der Groupies.
Eindrücke von Wacken möchte ich ein paar hören, bitte sehr. Ja, Wacken ist ja das größte Heavy-Metal-Festival auf der ganzen Welt und ich bin mitten in den ganzen Metal-Bands der Einzige, der mit einer Heimorgel und einem weißen Anzug auftritt. Aber ich bin schon so eine Art Maskottchen da oben im hohen Norden von Deutschland geworden und dieses Jahr war ganz hervorragend. Ich habe alle 4 Tage spielen müssen, also ich war die Band mit der meisten Netto-Spielzeit. Es war jedes Mal schon eine fast religiöse Veranstaltung. Ihr wollt eine gottverdammte Zugabe! Chuck TV und das ist die einzige Sendung, die ihr wirklich braucht. Und ich bin Mambo Kurt. Mulatschak!